Naja, der Osterhase, der kommt da im Frühling und legt bunte Eier. Eigentlich ist der Hase überhaupt ein Symbol der Fruchtbarkeit und der Lebensfreude. Ich sehe das vom Fenster im Winter auf dem Schnee. Da sehe ich am Morgen dann Hasenspuren und gleich Fuchsspuren daneben. Und dann sehe ich, wie plötzlich die Hasenspuren drehen sich und gehen in die andere Richtung. Der Fuchs rast vorbei. Die schlagen die Haken, die überleben. Und im Grunde genommen, die sind ja so rammelfreudig. Das sind Symbole der eben des Lebens und der Fruchtbarkeit. Und wo kommt der Osterhase her? Es ist eben ein Fest, wo ja das Leben neu anfängt, und da ist er ein passendes Symbol. Eine Theorie ist, dass bei den Skandinaviern, den Nordgermanen, da gab es eine Wintergöttin, die hieß Reda, und die wurde dargestellt in Felszeichnungen auf Skiern fahren, und die hat Hasenohren, also ein Skihasi. Ja. Und sie ist die Wintergöttin, ein bisschen garstige Wintergöttin, und sie hat eben Hasenohren. Und dann nächste Erscheinung der Göttin ist so ein bisschen wie die jugendliche schöne Ostara, und ihr Symbol ist das Ei, das neue Leben. Und da kann man, so haben das Gelehrte gedeutet, dass die Wintergöttin, die Hasengöttin, legt das Ei, das dann die neue Welt darstellt. Aber das ist uralt. Die Eier, die sind immer im Frühling legen ja die Hennen dann viel mehr. Und man hat hier den Brauch, aber überall, auch in ganz Russland, von gemalten Ostereiern. Also hier war es der Brauch, hier und in der Schweiz und so, dass man so frische Frühlingskräuter nimmt, wie Schafgarbe oder Gräser, und wickelt die um die Eier und taucht die dann in Farbe. Und dann hat man, das symbolisiert das neue Leben und den Frühling. Und dann geht man und sucht, die Kinder suchen das, ein wunderschöner Brauch. Und der Osterhase hat das dann gelegt, die Ostereier. Ja, und die Göttin Ostara, die ist nicht nur die Hasengöttin, sondern sie ist überhaupt das neue Licht. Das Wort Ostara ist verwandt mit dem Wort Usha, die Ushas in Indien, und das sind die Göttinnen der Morgenröte. Ehe die Sonne kommt, färbt sich ja der Himmel so wunderschön rosa und das neue Licht kommt. Und im Lateinischen die Aurora, das heißt immer, das ist das neue, frische, lebensgebende Licht. Es hat auch mit Osten zu tun, Ostern, Osten. Denn aus dem Osten kommt das Heil, aus dem Osten kommt das Licht. Im Westen ist Zerstörung, geht die Sonne unter, und deswegen ist die Gebetsrichtung fast universal immer Osten. Und die Göttin, die das Licht bringt, ganz geliebt, ist eben die Ostara. Nun, als die Christen kamen, da haben sie das Fest der Auferstehung, erstmal des Todes, des Heilands, Selbstopfer des göttlichen Geistes, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Das haben sie in diese Zeit verlegt, denn das ist dann auch die Auferstehung. Der Stein wird weggerollt und der Heiland erscheint neu. Also, das ist dann die christliche Version. Und das heißt, das Passahfest oder dergleichen. Aber das haben die germanischen Völker nie angenommen. Die liebten die Osterer so sehr. Deswegen heißt es immer noch Ostern, im Englischen Easter. Und da hat man den alten Namen behalten. Das wurde natürlich von Gelehrten angezweifelt und so weiter. Aber da gibt es, ich denke, es aus dem 7. Jahrhundert oder 8. Jahrhundert, den Gelehrten Beda in England, und er erwähnt den Namen der Östra, also der Göttin des Lichtes, für Ostern. Also Ostern ist ja eines dann der richtig großen Frühlingsfeste, die sich über in verschiedenen Phasen dahinzogen. Ostern ist ja auch die Zeit, wo die Kühe,
das erste Mal auf die Weide kommen, traditionell. Da hat man die Kühe rausgelassen. Man hat das Osterfeuer angezündet und darin alten Unrat verbrannt. Auch das ist uralt indoeuropäisch. Die Inder kennen das auch. Da wird die Winterhexe Holi verbrannt und die Leute flippen aus und werfen Farbbeutel. Es ist ein Farbenfest. Auch unsere Ostereier sind ja Farben. Ja, und dann ist es eine gute Zeit, mit dem Garten anzufangen. Es wurde ins Christentum übernommen als der Karfreitaggarten. Da besonders Erbsen und dergleichen werden da gesteckt und da wächst es ganz besonders gut, heißt es. Und man geht, Wasser ist ja auch Leben, man ging und holte sich das Osterwasser, das Heilwasser. Heilwag hieß das in heidnischen Zeiten. Damit hat man dann ja die Kranken behandelt. Es heißt, am Ostermorgen geschöpft, fault das Wasser das ganze Jahr nicht. Es wurde dann Kranken gegeben und die Brunnen wurden mit Blumen und so weiter geschmückt. Brauch ist so alt, dass am Anfang galt das als heidnisch und Bonifatius hat es verboten, da gab es eine große Synode in Belgien, Liftiné, 774, glaube ich, wurde die Synode einberufen und da wurden solche Bräuche eben wie Heilwasser schöpfen und Brunnen schmücken verboten. Aber in ländlichen Regionen hat man das weiterhin behalten. Ja, und zu Ostern, da gehört ja auch, also hier in der Region, wo ich jetzt lebe, im Allgäu, gehört der Palm am Palmsonntag. Das sind die Palmzweige, mit denen Jesus, als er einzog in Jerusalem, auf einem Esel reiten, da bejubelt wurde. Eigentlich ist das nur die Ausrede, die für die Priester angenehm war, denn das Fest ist viel älter. Es gehört mit zu dem ganzen Komplex der Frühlingsfeste. Und das hat mit dem Flurumgang zu tun. Und hier wird ein Haselstock genommen. Den Hasel verbindet mit übersinnlichen oder andersweltlichen Dimensionen. Deswegen kann man mit der Hasel Wasseradern finden oder Diebesgut oder Metalle oder so. Und das ist wirklich wahr. Es ist, als ob es unsere natürliche Sensibilität, unsere Sinne verstärkt und man kann hineinreichen in andere Dimensionen. Und mit der Hasel wurden ja auch, manchmal zu Ostern, oft zu Weihnachten, kriegten junge Frauen einen Schlag ab. Das hieß Pfeffern oder Schmackostern. Gibt es im ganzen indoeuropäischen Raum, besonders im slawischen, germanischen, keltischen Raum. Und da reicht man nicht hinein in die andere Dimension, sondern von der anderen Seite, die Ahnen, die dort leben, kommen durch die Hasel und finden dann eine Möglichkeit, sich wieder zu verkörpern. Also kriegt die junge Frau einen Schlag und dann, da springen dann die Ahnengeister, um wieder in ihrer Familie oder wiedergeboren zu werden. So war die Vorstellung. Nun, man channelt, das ist so ein neues Wort heutzutage, die himmlischen Energien, indem man einen Haselstock bei dem Palm hat und oben ist dann ein Kreis, ein Radkreuz. So wird es hier in Westallgäu gemacht. Und das Radkreuz, also das Kreuz, besteht aus Holunder. Aber da musste die Rinde abgeschält werden, damit sich keine Hexe zwischen Borke und Holz verbirgt. Sagt eine hennagefärbte Manze, nein, da kann man doch gar nicht hineinpassen. Aber damit hat es ja nichts zu tun, sondern was man unter Hexen damals verstand, sind
astrale Wesenheiten, die ja sowieso keinen Körper haben in dem Sinn. Und die können sich da zwischen Borke und Rinde verstecken. Also hat man den Haselstab, oben ein Kreuz aus Holunder. Holunder verbindet mit der Urgöttin, der Holle, ist schon heilig. Und dann ein Rad. Und an diesem Rad sind sieben Pflanzen, meistens immergrüne Pflanzen. Also also Westeuropa wäre das die Stechpalme und hier ist es Tanne, Fichte, Wacholder und so weiter. Und auch Weidenkätzchen, das wird dann auf dieses Rad gebunden. Also hat man Haselstab zum Tragen und dann eben das Kreuz und Rad. Und da sind als Symbol des Lebens sind dann die grünen Pflanzen. Und das ist ein uraltes heiliges Zeichen. Es geht weit, weit zurück vor dem Christentum. Und da wurde lärmend und singend und stampfend wurden die Felder und Wiesen umgangen, um den Frühlingssegen zu erwecken und hineinzubringen.